Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Heute bauen wir endlich die moderne Stadtvilla. Ja, die steht ja schon lange an. Heute kann man nicht voten, da wir ein Voting im Vorsprung sind. Doch das Video kannst du gerne liken und wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ich würde sagen, wir fangen sofort an. So, für unsere moderne Stadtvilla brauchen wir erstmal weißen Beton. Wir brauchen Quarz, Treppen, Stufen und Säulen und schwarze Glasscheiben. Später noch ein bisschen mehr, aber eins nach dem anderen. Wir nehmen als erstes unseren weißen Beton und überlegen uns natürlich, in welche Richtung wir auf das Haus drauf gucken. Okay, ich gucke jetzt in diese Richtung da drauf. Der Eingang kommt an die Seite, nicht wundern. Aber wir machen jetzt erstmal die Grundform. Dafür nehmen wir den weißen Beton und machen 1, 2, 3, 4 Blöcke nebeneinander. Das ist im Prinzip die linke Seite der Front. Also nicht ganz links, sondern wir haben so, eine, so einen Überstand. Aber ich glaube, wir bauen einfach mal weiter, damit man es besser versteht vier Blöcke, dann lassen wir zwei frei machen, wieder ein Block, zwei frei und machen wieder vier Blöcke. Und das ist jetzt die Mitte der Front. Also hier sind wir genau mittig vor dem Haus. Dann gehen wir an eine Seite und machen von hier zwei Blöcke nach hinten und dann machen wir 1 2 3 4 5 sechs, sieben, acht, neun Blöcke rüber. Dann gehen wir in die Richtung auch 9 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und können dieses Quadrat dann schließen. So. Und schon haben wir unseren ersten Raum. Dasselbe machen wir jetzt nochmal, nur mit 7 Blöcken. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ziehen das Ganze wieder zu. So. Und dann nochmal mit 9 Blöcken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt ziehen wir das Ganze aber nicht. Wir gehen nur hier rüber. So. Genau auf diese Höhe. Also auch 9 Blöcke. Und dann machen wir dasselbe, was wir hier hinten gemacht haben. Das heißt, wir gehen wieder 2 nach außen. Gehen da rüber. Machen diese Lücken. Genau dasselbe. Also 1, 2. Und jetzt noch 1, 2, 3 rüber. Weil wir haben am Anfang mit 4 Blöcken angefangen. Und mit dem hier sind es 4 Blöcke. Dann lassen wir 2 frei, machen einen Block, 2 frei, machen 1, 2, 3, 4 Blöcke, gehen wieder 2 nach innen, machen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssten es sein. Wir gucken nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr schön. Und jetzt können wir das Ganze erstmal einfach runterziehen, weil wir haben ja auf der anderen Seite die Form schon vorgegeben. Das heißt, wir brauchen gleich einfach nur noch gucken. Jetzt machen wir hier dasselbe wie da. Ja, also wieder 1, 2 nach hinten und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Wunderbar. Jetzt müssen wir diese zwei Raumstrukturen nochmal kopieren. Das heißt, wir machen hier wieder einfach so eine Linie und gucken auf der anderen Seite, hey, wo sind wir eigentlich? Ja, ja, passt. Wunderbar. Jetzt den mal in der Mitte, der ist hier. Wunderbar. Und schon steht unsere Grundform. Die Überlegung ist, dass wir hier einen großen Flur haben mit einem sehr großen Wohnzimmer am Ende. Hier kann zum Beispiel eine Küche rein, hier ein Gästebadezimmer, hier ein Schlafzimmer, hier ein Ankleideraum. In der zweiten Etage machen wir es so, dass wir eben nicht so einen großen Raum am Ende haben, sondern wir ziehen einfach diese Wände hier noch zu damit wir oben in der zweiten Etage dann sechs Räume haben mit einem großen Flur. Aber wir machen es ja erstmal so, dass wir dieses Grundmuster, was wir haben, ziehen wir jetzt zehn Blöcke hoch, also wirklich auf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann machen wir unten einen Fichtenholzboden rein und auf der 2, 4, 5. Blockhöhe machen wir nochmal einen Fichtenboden rein. So, wunderbar. Jetzt haben wir das ganze zehn Blöcke hoch, haben unten einen Fichtenholzboden reingemacht. Hier oben auf der fünften Blockhöhe auch. Nur hier außen haben wir dann nochmal weißen Concrete reingemacht, weil sieht, so sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen so. Und ich hatte ja gesagt, dass wir in der zweiten Etage noch Wände reinziehen. Hier ist unser großes Wohnzimmer. Und hier oben haben wir einfach diese Ecken des Wohnzimmers mit Wänden zugezogen. Sehr gut. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, wo unsere Fenster hinkommen. Dann kümmern wir uns um den Anbau und dann um den Garten. Okay, die Fenster. Wir nehmen diese Front- und Rückseite und gehen hier hin an die Seite, lassen von außen zwei Blöcke frei und machen dann von unten zweimal vier nach oben. Und von der rechten Seite lassen wir nur einen frei und machen zweimal vier nach oben. So, ne? 2 mal 4. Dann lassen wir einen Block frei, weil hier ist nämlich die Etage, also der Boden. Und dann machen wir hier nochmal so ein Fenster. Und genau so machen wir das jetzt auch noch auf der Seite und auf den Rückseiten auch nochmal. So, immer einen hier freilassen. Wunderbar. Und jetzt gehen wir hier rüber und machen dasselbe hier nochmal von außen zwei Blöcke freilassen wie gesagt von innen ein Block freilassen nach oben ein Block freilassen und schon haben wir hier auch noch die Fenster und hier auch nochmal so wunderbar da kommen überall Glasscheiben rein also auch hier in der Mitte ne nicht wundern, kommen überall Glasscheiben rein. Hier vorne gibt es jetzt nur eine Sache, die wir noch machen müssen. Das ist ja unsere Frontseite. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal unsere Schwarzstufen. Gehen hier unter diese Fenster hier. Und das ziehen wir so. Wir lassen einen Block an der Seite noch frei. Ziehen wir so rüber. Und machen das Ganze dann. Jetzt müssen wir mal gucken, was einem persönlich gefällt. Man kann jetzt drei Blöcke nehmen, man kann auch vier nehmen, man kann auch fünf nehmen. Da muss man für sich selber entscheiden. Ich nehme jetzt mal fünf. Fünf Blöcke nach vorne. Vorne, links und vorne, rechts an der Ecke macht man dann so, dass wir Quarzsäulen nehmen. Und auch diesen Slab durch die Quarzsäule ersetzen. So. und dann nimmt man die schwarzen glasscheiben und zieht die einfach hier außen rum wunderbar das wird nämlich ein balkon ansonsten kann man jetzt alles mit glas ersetzen und für das dach für das dach nehmen wir auch noch mal Quarzstufen und machen es so dass die einen überstehen. Ja, also die gehen so komplett einmal so rundherum. So, wirklich hier einmal komplett rumherum. Und drauf macht man Quarzstufen. Und das machen wir jetzt mal schnell. Einmal die Fenster mit schwarzem Glas füllen und die Dachumrandung. So, wunderbar. Jetzt sieht unser Hauptgebäude so aus und ist eigentlich schon fast fertig. Ein bisschen was fehlt noch. Aber das kommt, wenn wir uns jetzt mit dem Anbau beschäftigen. Für den Anbau müsst ihr euch eine Seite aussuchen. Links oder rechts? Ich kann es euch nicht sagen. Ich nehme jetzt mal rechts. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange eigentlich diese Seite ist. Und damit wir da nicht lange zählen müssen, nehmen wir uns einfach eine Fackel, gehen nach innen. Können ja einfach hier mal reingehen. So. Und wir wissen ja, wir haben hier einen 9x9 Raum gemacht. Dann einen siebenbreiten Raum und dann wieder einen 9 mal 9 Raum. Das heißt, der siebenbreite Raum hier, der ist die Mitte und hier von die Mitte ist hier. Das heißt, wir wissen genau das ist die Mitte unseres Hauses. So. Und jetzt gehen wir dazu über, dass wir einfach das hier direkt als unsere Eingangstür nehmen und daneben jeweils noch ein Fenster machen. Das heißt, hier und hier. Und schon haben wir den Eingang von unserem Haus. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir gehen jetzt hin und machen von diesen hier, hier von diesen Fenstern oder von der Tür, je nachdem, wie viele zählen wollt, lassen wir zwei, vier, fünf Blöcke frei. Das heißt, vom Fenster lassen wir drei Blöcke, von der Tür fünf. Das in beide Richtungen. Und dann machen wir da einfach mal eine Markierung. Also 1, 2, 3, 4, 5 auf dem fünften Block. 1, 2, 3, 4, 5 auf dem fünften Block. Und jetzt sind hier zwischen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke frei. Und 10 Blöcke möchte ich auch vom Haus weggehen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier brauchen wir das gar nicht das ist nur zur markierung ne? damit wir wissen wo wir hingehen müssen so gucken wir mal hier ich wäre hier und genau so viel möchte ich freilassen zwischen haus und dem anbau das heißt wir können hier mit dem anbau anfangen und hier auch und machen jetzt genau eine 10 mal 10 halle daraus das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist richtig, weil wir setzen ja jetzt hier auch noch eine Wand an. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und gehen nochmal hier rum. Und hier rum. Und schon haben wir einen 10x10-Raum. Raum. Das heißt, innen ist 10x10 Blöcke. Den machen wir jetzt auch fünf Blöcke hoch, aber wir lassen eine Seite frei, und zwar die hier vorne. Machen das Ganze fünf Blöcke hoch, machen dasselbe Dach drumherum und dann gucken wir mal weiter. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier diesen kleinen Anbau fünf Blöcke hoch gemacht, ein weißes Concrete-Dach rein und wieder diese Dachumrandung, wie wir sie beim Haupthaus auch haben. Und das Ganze wird einfach eine da ja, Garage. Das Garagentor kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ich zum Beispiel würde es so machen, dass es aber nicht auf jeder Plattform möglich, weil es einfach ein Bug ist. Ich würde es so machen, dass ich hier vor eine weiße Trapdoor lege, dahinter eine Piste mache, neben dieser Piste irgendeinen Block und den Hebel hier dran, so dass er neben der Trapdoor ist. Weil wenn ich jetzt den Hebel drücke, dann wird die Trapdoor aufgestellt und gleichzeitig geschoben. Und dann bleibt sie auch so stehen. Das geht aber nicht auf jeder Plattform, das ist das Problem. Am PC geht das. Aber ich meine, auf Konsole geht es nicht. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Aber das geht nicht auf jeder Plattform. So würde ich es machen, weil wenn ein ganzes Tor so ist, sieht es ganz gut aus. Man kann aber natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, man nimmt zum Beispiel grauen Trockenbeton, weil der einfach so ein bisschen Struktur hat. So. Der hat einfach ein wenig Struktur, sieht ein bisschen mehr aus wie so ein Garagentor, nicht so spiegelglatt. Das kann man auch so machen. Aber letzten Endes ist das natürlich eine Geschmackssache. Nur würde ich das Tor definitiv eins nach innen setzen. Jetzt müssen wir dieses Dach hier noch mit dem Haupthaus verbinden, denn ich möchte, dass hier zwischen eine Überdachung ist, die trocken hält. Denn man soll von der Haustür aus... Soll man hier einfach rübergehen können in die Garage und das ohne nass zu werden. Also nehmen wir uns unsere Treppen und setzen die einfach hier an. Jetzt haben wir nur diese Lücke hier. Dafür muss man einmal diese Treppe wegmachen und dann so einmal connecten. Zieht das Ganze hier rüber. So. Und da macht man hier wieder eine Treppe hin. Dasselbe machen wir jetzt hier auch. So. Wunderbar. Macht hier wieder eine Treppe hin. Dann kommen noch Slabs drauf und dann muss nur noch ein äh, Boden hier rein oder eine Decke, also irgendein Block eurer Wahl, weil wir hier diese Kante jetzt haben, würde ich einfach hier Slabs dran setzen und das ganze dann wirklich komplett zuziehen. Das ist am einfachsten was man dann hier auf dem Dach macht, weil man da ja im Prinzip so eine, so eine Kuhle hat, so eine Grube oder so ein Loch oder weiß ich nicht. Ich persönlich würde es einfach so lassen, weil letzten Endes ist es egal. Aber wenn man das natürlich irgendwie effizient nutzen möchte, kann man da noch ein Feld drauf machen oder andere Sachen. Nur bauen wir ja gerade schön und nicht effizient. So. Wunderbar. Jetzt gehen wir hin und teilen mal unsere Laufwege ein. Das heißt, im Garten soll alles mit Stone bricks gemacht werden, also Steinziegeln. Und dafür würde ich gerne hier unter der Terrasse, die wir gemacht haben, würde ich so das hier frei machen. Und das sollte mit Steinziegel werden. Äh, unter dem Balkon, nicht der Terrasse, Entschuldigung. Das soll so bleiben. Und dann würde ich hier einen Zweierweg gerade rüberziehen. Bis wir neben dem Haus sind. So, aber nicht direkt am Haus, sondern wir lassen einen frei. Und dann würde ich mit dem Zweierweg auch hier drunter gehen. Bis wir bei der Tür sind hier. Und auch darüber. Bis wir bei der Tür hier sind. So. Und diesen Zweierweg würde ich auch genau in die andere Richtung machen, bis wir an der... Straße sind oder wo auch immer ihr hin wollt. Das müsst ihr euch dann überlegen. Ich weiß auch nicht, wie weit weg das bei euch ist. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber man sollte es mit dem Garten nicht allzu sehr übertreiben. So reicht in etwa. Das kommt halt drauf an. Wenn eure Straße hier schon lang geht, dann geht es nur bis hier. Wenn eure Straße hier lang geht, geht es bis hier. Also das ist egal, wie lang man das nach draußen macht. Da müsst ihr einfach gucken, wie viel Platz ihr habt. Okay. Natürlich brauchen wir dasselbe auch von der Garage einmal bis zur Straße, damit wir mit dem Auto rein und rauskommen. Ne? Also hier auch einfach mal einen Weg bis zur Straße ziehen. Auch genauso breit wie die Garage ist, weil wir wissen ja nicht, was für eine Art von Auto da parken wird. Vielleicht mal ein etwas größeres, vielleicht mal ein etwas kleineres. Aber das ist ja egal. So, vielleicht verkauft man auch mal sein Auto und holt sich ein größeres oder kleineres. Kann ja alles vorkommen. Aber das hier sollte auch noch komplett dein Ziel werden. Oh, der ist mal zu kurz, aber egal. So. Und zu guter Letzt würde ich diesen Weg hier, diesen Zweierweg, weiter am Haus vorbeiführen, bis wir genau auf der Höhe hier sind. Ja, also nicht weiter, bis wir genau auf dieser Höhe sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Oder wir machen, wir machen noch weiter, bis wir auf der Höhe sind. Das sieht besser aus, bis wir auf der Höhe sind. Und jetzt kommt nämlich ab hier. Ab hier kommt nämlich einfach nur Holz. Und zwar Holz so, dass wir im Prinzip, wir sind ja hier 1, 2, 3 Blöcke neben dem Haus. Ne? Das heißt, ab hier nehmen wir dann Fichtenholz. So. Und machen das Ganze mal hier lang. Bis wir auch auf der anderen Seite drei neben dem Haus sind. 1, 2, 3. Und das Ganze machen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke lang. Das klingt erstmal übertrieben, aber hier kommt noch ein Pool rein. Das heißt, so viel wird es gar nicht. Aber ich fülle das Ganze mal aus, damit wir da mal sehen, wie das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben den Weg zur Garage, wir haben hier unsere kleine Terrasse mit Gehweg rüber an die Straße und hier runter zu unseren beiden Eingängen und hier haben wir unsere große Holzterrasse hinterm Haus. Die soll aber nicht so groß bleiben, denn wir brauchen noch Quarzblöcke oder wir nehmen weißen Beton, das ist auch vollkommen in Ordnung und machen mal unseren Pool. Der Pool wird je nach Größe, das müsst ihr euch selber überlegen. Ich würde aber 1, 2, 3, 4 Blöcke vom Rand freilassen. Das heißt, hier würden wir anfangen. Und hier würden wir auch 1, 2, 3, 4 Blöcke freilassen. Da fangen wir an. Und das Ganze können wir einfach eine gewisse Länge machen. Also, ich würde ein bisschen länglich machen, nicht quadratisch. Wir gucken mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in die Richtung dann würde ich schon 20 in die gehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, das Ganze wird dann unser Pool. So, also einmal gucken, hier lang. Das Ganze kann man dann irgendwie 3, 4 Blöcke tief machen, wie man möchte. Das Ganze nochmal umranden mit ähm, Steinstufen. Also wir bauen hier wirklich so einen Rand aus weißem Beton. Bauen das Ganze vielleicht zwei, drei Blöcke tief, je nachdem wie man möchte. Müssen natürlich den Rand hier ersetzen. So, müssen den Boden natürlich machen. Und wenn wir so den ganzen Kasten haben, gehen wir auch hin, nehmen uns Steinstufen und ziehen die nochmal außenrum. Man kann es entweder so machen oder man kann es so machen. Das ist jedem selber überlassen. Ich persönlich finde es einfach ganz schön, wenn man hier direkt auf diesem Rand nochmal so Steinstufen hat, damit der Pool auch einfach von der Höhe nochmal ein bisschen abgehoben ist. Also damit er sich so ein bisschen absetzt und nicht so gerade in den Boden eingelassen ist. Weil wenn er so ganz gerade in den Boden eingelassen ist, kann man echt mal schnell reinstolpern oder so. So hat man immerhin so diesen kleinen Höhenunterschied, dass selbst wenn man verträumt unterwegs ist, man einfach einmal so merkt, okay, oh, da ist ja was. Ne? Und deswegen würde ich es halt so machen. Aber ich mache den Pool jetzt mal fertig. Und dann kümmern wir uns um den letzten Schritt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also hier haben wir einen großen, großen, tiefen Pool. Und man sieht, ich habe in die Ecken jeweils noch einen Werfer gemacht. Also ich habe immer die direkte Ecke habe ich freigelassen. Und dann noch einen Werfer. Was einfach so ein bisschen aussieht, als würde von da das frische Wasser wieder reinkommen in den Pool. Und es macht den Pool nicht ganz so langweilig. Aber... Zu guter Letzt brauchen wir einmal unsere Bruchsteinmauer und wir brauchen einmal Tropenbaumlaub. Wir gehen nämlich jetzt hin und machen hier außerhalb lassen wir 1, zwei Blöcke frei und machen eine Reihe Laub. So. Bis an die Straße. Also wir lassen von der Garage zwei Blöcke frei. Und gehen bis an die Straße. Aber. Nicht direkt. Wir lassen hier auch einen frei. So. Dann gehen wir hier natürlich rüber. Immer ein frei lassen nach außen. So. Hier auch. Komplette Reno. Bis wir hier. Hier können wir ja nicht nur zwei frei lassen, weil wir haben ja hier unsere Veranda, die drei übersteht. Also müssen wir auch drei frei lassen. Das heißt, wir wollen mit der Hecke wirklich genau direkt an unserer Terrasse da vorbeigehen. Terrasse ist keine Veranda, es ist eine Terrasse. Ich weiß nicht, warum ich da immer die Wörter durcheinander werfe, aber so, dass wir hier genau dran vorbeigehen. So, und hier auch wirklich genau drumherum. Wenn man will, kann man das Ganze natürlich zwei Blöcke hoch machen, so dass man Sichtschutz hat, die Nachbarn nicht reingucken können. Aber hier ziehen wir es einfach weiter, bis wir uns im Prinzip mit der Hecke von der Garage hier treffen. Einfach so. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir Bruchsteinmauer und machen außenrum nochmal eine Reihe. Einfach mit Bruchsteinmauer. Man kann, wie gesagt, die Hecke 2 hoch machen und die Mauer auf 1 lassen. Nur eine Mauer auf zwei hoch machen würde ich nicht. Das sieht dann so ein bisschen like a castle aus. Ne? Also es gibt dann so ein bisschen Burgfeeling. Und das möchte ich bei einer modernen Villa nicht haben. Finde ich irgendwie unschön. Aber ja auch das ist ja eine Frage des Geschmacks. Und wir sehen schon, das gibt eine richtig geile Stadtvilla. Eine richtig geile Stadtvilla. Zu guter Letzt würde ich... Für so eine Stadtvilla, weil die ist ja schon sehr, sehr groß und sehr imposant, würde ich noch Eichensetzlinge nehmen und Knochenmehl. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die direkt groß bekommen oder nicht. Aber ich würde hier von der Ecke, würde ich auf jeden Fall einen freilassen. So. Na. Und dann machen wir da einen Setzling rein und gucken mal. Naja, kein großer Baum geworden. Aber wir haben es versucht. Ist nicht so schlimm. Ich würde es groß machen, wenn es geht. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Nur einfach, dass man da so ein Bäumchen hat. Hier lässt man dann auch einen frei und macht das Ganze hier hin. Zack. Hier lässt man einen frei und macht es hier hin. Und hier lässt man dann auch wieder einen frei und macht hier hin. Und hier lässt man auch einen frei und macht es hier hin. Und schon hat man an allen Eingängen so einen schönen Baum, macht das Ganze wirklich sehr, sehr viel ansehnlicher. Und damit steht unsere moderne Stadtvilla. Eure Aufgabe ist es jetzt, das Ganze einzurichten. Und ich bin gespannt, wie ihr daraus was Hübsches macht. Ich hoffe, dir hat die moderne Stadtvilla gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ansonsten kannst du hier immer noch nicht voten, weil wir ein Voting im Vorsprung sind. Und hier gibt es auch immer noch kein Merchandise. Leider Sketch -Shirts, kein Partner von YouTube. Aber du kannst hier den Kanal abonnieren, wenn du drauf drückst. Und der Merchandise-Link ist in der Videobeschreibung. Und hier bekommst du ein weiteres Video, was YouTube dir vorschlägt. Von meiner Seite. Also nur noch vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.